Ausgabe 750. Wir freuen uns wie Schnitzel und einer fehlt noch. Vielleicht kommt er noch, man weiß es nicht. Herzlich willkommen und los geht's. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Es gibt was zu feiern. Richtig, ProSieben macht nach TV Total weitere Shows. Das feiern wir jetzt heute nicht. Wir feiern Ausgabe 750 von Quotenmeter FM. Und deswegen habe ich mir 5 Gäste eingeladen. 4 sind bislang erst gekommen. Man weiß es immer nicht mit Stau und sonst irgendwas. Manchmal steckt da einer halt drin. Aber ich habe das so toll vorbereitet, dass derjenige, der zuletzt kommt, mit dem kann ich auch nochmal alles abfeiern. Aber der Reihe nach, hier ist Julian Schlichting. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Und wir haben Felix Meyer da. Ja, hi, ich muss ja sagen, hi zurück, schön, dass er wieder da ist. Und Glückwunsch schließt mich an, aber man beglückwünscht sich ja irgendwie ein bisschen selbst, oder? Genau, das ist eigentlich wie sich selber wählen. Ja, so ein bisschen. Aber verdient. Ja. Verdient, genau. Also ich habe mich auch schon mal bei Klassensprecherwahlen selbst gewählt, weil ich immer gesagt habe, na, wenn ich mich selber nicht wählen würde, dann macht das ja alles gar keinen Sinn. Außerdem war es immer ziemlich knapp. Dann haben wir noch dabei Dennis von Trotzdem hier und den Movie Rentners. Und den Movie Rentnern, genau. Ja, danke, dass ich da sein darf für so einen festlichen Anlass und herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und fast jede Woche an meiner Seite, weil wir das immer so weg moderieren, während der Arbeitszeit. Hier ist Veit Luca Roth. Hallo Fabian, schön, herzlichen Glückwunsch Quotenmeter und auch dir. Du hattest ja auch Geburtstag, von daher, das ist ja ein doppeltes Jubiläum. Richtig, ja. Und ich mache hier eigentlich nur Sendungen. Und ich habe dann auch vor 2 Wochen so festgestellt, das fällt ja alles mit meinem Geburtstag so ineinander. Und man möchte ja jetzt auch nicht irgendwie dann nächste Woche, wenn die Folge ausgestrahlt werden, Probleme bekommen. Aber wir haben viel vor, deswegen fange ich mal an. Fangen wir mit dem Fernsehfriedhof an und dann kann man ja auch immer kurz zwischenrein schnacken. Es geht los mit dem Julian, dann mit dem Felix, dann mit dem Dennis, den Veit und wenn er dann kommt, unseren 5. Gast. Und ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Ja, bitte. Ein Beispiel ist, welche Sendung brachte Fabian Riedner zurück ins deutsche Fernsehen? Die 100.000-Mark-Show. Okay, das ist die Antwort. Das war die Antwort, genau. Ich will aber von Julian wissen, mit dieser Sendung kehrte Harpe Kerkeling ins Erste zurück. Oh, ins Erste zurück. Ja, Moment mal. Ins Erste zurück. Fernsehfriedhof heißt, wir reden jetzt nicht von den letzten 10 Jahren. Ja, wir reden über alte, über Sachen, die schon eingestellt sind. Ne? Deswegen, das sind wir Nerds ja richtig. Kehrte ins Fernsehen zurück. Du darfst natürlich gut gewesen. Du darfst auch immer mal auch die anderen fragen, wenn du selber nicht weiter weißt, aber dann kriegst auch du den Punkt zugeschrieben, wenn dir jemand hilft. Sozusagen. Also meint ihr mit ins Erste zurück, hast du gesagt, ja? Damals sagte man dazu noch ARD. ARD. Meint man damit schon sowas wie total normal oder glaubt ihr, ich bin jetzt schon zu alt? Hat er danach noch was im Ersten gemacht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das wäre ja doch kein... Also ich kann dir schon mal einen Tipp geben, es war im Jahr 1997. Oh nee, das war nicht total normal. Oh, war das, hat er nicht so eine Sendung gemacht, Warm ums Herz? Das war, glaube ich, nicht ARD, das war nur Dritte. Ja, die anderen dürfen mir gerne helfen. Ihr dürft gerne mal ins Jahr 1997 gedanklich mit mir reisen. Ich möchte euch einladen in die 90er. Das wird eine spannende Reise für mich. Also die Sendung kann ich schon mal... 2 Jahre alt. Die Sendung lief dort, wo heute In aller Freundschaft läuft. Das heißt, Sie Harpe Kerkeling lief nicht. ARD 1997. Nee, ich habe jetzt hier einen Fehler in der Anleitung gesehen. Es war tatsächlich 95. Oh. Da muss ich dem Kollegen, der das geschrieben hat, nochmal sagen, das ist auch schon wieder 10 Jahre, 12, 13 Jahre her, als er das geschrieben hat. Ja, genau, da könnte er jetzt nochmal einen Rüffel für verdienen, finde ich auch. Genau.
Tja, das Cheese bei RTL war, glaube ich, so 94, so um den Dreh, dass er nochmal zurück ist in die ARD. Ich dachte, also es ist jetzt, vielleicht meint er aber auch einen Film. Die Oma Nein. ist tot oder so. Nee, war eine Show, ja? Das war tatsächlich nach Cheese und es war nicht warm ums Herz. War, ja, genau. Ich bin schon stolz, dass ich überhaupt so viele Sendungen aufzählen konnte jetzt, ja. Ja, nee, das weiß ich nicht. Veit Luca Roth wird das jetzt für mich beantworten. Du, ich war 5 Jahre alt 1997. Das war vor meiner großen Fernsehzeit, ehrlich gesagt. Ja, und ich habe da gerade mein Tamagotchi zu Ende gefüttert, bis es jetzt starb. Ja, ich löse am besten mal auf. Zeit, muss man sagen. Ich löse mal kurz für euch auf. Es war Zappenduster. Oh, das sagt mir sogar was vom Titel her. Aber es kann sogar sein, dass es auf dieser, es gibt so eine schöne DVD-Kollektion von Habe Kerkeling, die steht auch bei mir, aber wie das bei DVDs ist, die stehen halt nur noch im Regal. Kann sogar sein, dass das damit drauf ist. Warm ums Herz ist da auf jeden Fall drauf, deswegen fiel mir das mal ein. Ja, und es ist tatsächlich so ein bisschen so doof wie Joko und Klaas gegen ProSieben, da mussten sie ja vor kurzem ja auch komplett im Dunkeln irgendwas machen. Und sowas auch bei Zappenduster, dass die Kandidaten dort was ja, machen mussten. Mich nervt das ja schon so bei Filmen und so, wenn es irgendwie ein bisschen zu dunkel wird und man beim Tageslicht nichts mehr erkennen kann auf dem Fernseher. Das ist ja quasi das Konzept gewesen dann. Ja, schade. Ich dachte mal, ich wäre ein H.P. Kerkeling-Fan. Offensichtlich, obviously not. Ja, dann mache ich mal mit Felix weiter. Und zwar, das war der erste Spin-off von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Oh. Das wüsste ich. Mist. Das wäre deine Frage gewesen. Guck mal, ich denke, ich wüsste es. Arbeiten wir mal zusammen. Gute Zeiten ist natürlich schon so meine Kindheit auf jeden Fall. Seit wann gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten? 93. 93? 92. Ja? Okay. Und dann, wir sprechen über das erste Spin-off, also sprich über das, was nach gute Zeiten, schlechte Zeiten kam, aber dem nachempfunden war vom Stil her, richtig? Ja, genau. Also Spin-Off ist ja meistens, dass einzelne Charaktere quasi rausspringen aus der Serie und ihr eigenes Ding machen, erfolglos. Genau. So war das ja tatsächlich noch früher. Heutzutage ist man ja relativ faul und holt dann einfach jemanden erstmal dazu, damit man ihn dann irgendwie 3 Folgen später ein Spin-Off geben kann. Ja, ja. War das bei da gibt es ja auch, glaube ich, aktuell irgendwie, soll es nicht jetzt 2024 einen neuen Ableger geben von GZSZ? Also GZSZ haut allerweil jedes Jahr irgendwie so gefühlt 1 bis 3 Ableger raus. Ja, irgendwie sowas. Aber das ist nicht die Frage. Ich schweife ab, Entschuldigung. Aber gab es davon gehört? Also, wie lange ist das denn her? Weil ich würde jetzt vermuten, dass es Universe gibt. Die Valentina Pade war doch die, dass ich mich jetzt erinnere, eine der ersten. Ich meine, dass das so irgendwie Ende der 90er, vielleicht auch im Jahr 2000 gewesen sein könnte, wo es einen Spin-Off gab. Also wenn es keiner rät, dann kann ich ja meinen Guess hier ablassen. Ja, aber dann kriegt Felix den Punkt. Ja, ja, gut. Oder kriegst du dann den Punkt? Ach komm, wir machen das mit ihm zusammen. Oder beide. Okay. Genau. Jeder einen halben. Aber wenn es überhaupt richtig ist. Also ich meine, dass damals der damalige und heute komplett unbekannte Schauspieler Laurent Daniel einen Ableger bekommen hat als Großstadtträume, dass seine Rolle Philipp rausgegangen ist aus der Serie und reingegangen ist in eine andere Serie, die aber nur wöchentlich lief und dann auch gar nicht lange. Das ist richtig. Ah. Wow. Großstadtträume war nicht lange on air. Ja, Dennis, du kriegst auch eine coole Frage. Ich wusste nichts von dem bis jetzt. Also, du kriegst noch eine viel bessere Frage. Erstmal Respekt an Julian, dass er das gerade wusste. Das ist schon ein Spezialwissen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, dass ich das weiß. Also ich dachte immer, dass ich bei Daily Soaps nur bei Unter uns, das habe ich wirklich gern geguckt. GZSZ, das habe ich so am Rande immer mitgeguckt, weil Mama das geguckt hat. Aber es bleibt halt alles hängen, weil irgendwie ist das alles so eine Suppe. Ne? Ja. Dann, Dennis, mit 19 fest installierten Kameras ging diese Sendung auf Reality Fang. Welche könnte es gewesen sein? Ging die auf was? Auf Reality Fang? Auf Reality Fang. Du hast dazugeguckt und es war eine der ersten Sendungen, die dann schon richtige Kameras installiert hatte, die dann irgendwas gefilmt haben. Jo, klingt nach Big Brother, Menschen. Oder? Nee, Big Brother hatte keine festen Kameras, sondern die waren tatsächlich in den ersten Jahren noch frei beweglich. Also das heißt, man hat eigentlich eine Wand gehabt und hinter der Wand waren die Kameras, die dann wiederum noch eine Wand hatten. Also man musste da richtig was Aufwendiges bauen, nicht so wie bei First Dates Hotel, wo man einfach solche Kameras irgendwo an die Wanddecke schraubt. Und das war eine der ersten Sendungen, da hatten sie feste Kameras. Da musste dann irgendwie kein Redakteur hinten dran sein. Okay.
Sowas wie Verstehen Sie Spaß oder so? Auch nicht, ganz, ganz was anderes. Also es lief am Vorabend von RTL. Sag mal so ein Jahr dazu, dann ist er da ja, komplett lost. 2001, das ist alles, oder vieles ist entstanden in Folge von Big Brother. Okay, was gab es denn da so für Serien? Vorabend also, von RTL. War nicht da also irgendwas? Nach GZSZ quasi. Wie meinst du mit nach GZSZ? Nee, vor GZSZ. Vor GZSZ. Währenddessen. Währenddessen. Ja, gibt es immer noch GZSZ. Ach, gab es nicht hier mal so Girls Camp oder solche Geschichten? War das nicht sowas, wo Stefan Raab auch viel drüber gemacht hat? Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine aber gerade von der Sendezeit her, dass es quasi vor GZSZ lief. Genau. Ja. Kann ja mal verraten, es war um 17 Uhr. Okay. Oh, da gab es, glaube ich, mal so eine Sache mit so einem Friseurgeschäft. Ja, das ist richtig. Und damit hat Julian für dich auch einen Punkt erspielt. Genau. Das war der Friseur. 61 Folgen gab es davon. Der Friseur ist mir neu, sage ich, okay, wie es ist. Also, sagt mir auch nichts. Und da waren dann echte Menschen beim Friseur, oder wie? Genau, die mussten dann halt, ich weiß gar nicht, ob die damals im Jahr 2001, ob die da schon was unterschrieben haben, dass es verwendet werden darf. Kann ich glaub, sein, der aber... Grundgedanke war, dass man gesagt hat, ja, so Geschichten beim Friseur, so ein bisschen Smalltalk kann man gut machen. Also das ist das ja nicht mittlerweile wieder bei Six? Die Vorher-Nachher-Show? Ich weiß nur, das gibt es auf Instagram, dass da irgendwelche Kiddies in die Schweiz waren und sich so eine richtig hässliche Frisur machen lassen. So ein Edgar-Cut. Und dabei auch interviewt werden. Also es lebt weiter, dieses Format im Herzen. Ja, dann habe ich für Veit eine ganz tolle Überraschung. In dieser Sendung hatte die Moderatorin schon nach 3 Folgen gar keinen Bock mehr und ist gegangen. Vielleicht noch nicht so lange her, aber ich würde auf Britt Hagedorn bei Volles Haus. Nee, also tatsächlich ist das auch schon dieses Jahr 23 Jahre her. Auch wieder eine Sendung im Zuge von Big Brother. Dann würde mir noch, also gut, das ist jetzt auch wieder Cora Schumacher, weil ich bin ans Da holt mich raus, hat auch nur 3 Tage durchgehalten. Das stimmt, aber da war ich auch gerade gedanklich, aber es ist nicht die Moderatorin. Nee, das ist nicht die Moderatorin und ist auch nicht 23 Jahre her, ist eher 23 Tage her. Aber sie war eine Ikone in den 90ern. Eine Ikone in den 90ern? Wer nicht? Da gibt es ja einige, ne? Schreinemakers. Auf welchem Sender lief diese Sendung? Die lief bei RTL 2. Bei RTL 2? Oh je, Mini. Aber es hat was mit Reality zu tun. Also es ist schon so eine moderierte... Genau, richtig, ja. Jetzt gebe ich nochmal den Tipp in die Runde. Schreinemakers, die gute Frau, hat was damit zu tun. Oh, okay. Okay. Gab es nicht mal so eine, war das nicht auch mal so Big Diet mäßig? Das ist richtig, ja. Was ist denn los? Big Diet. Und die hat einfach nach 3 Folgen hingeworfen. Krass. Wer war es denn jetzt? Margarete Schreinemakers bei Big Diet. Ach so, wirklich Schreinemakers. Ach so. Genau. Die fand die Sendung nicht so geil. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie beim Brainstorming dabei war oder bei einer Pilotfolge oder hat man einfach gesagt, Margarete, willst du mal wieder vor die Kamera kommen? Ach, tatsächlich. Ja, die hat ja sehr viele Sachen gemacht, die irgendwie dann so verschwunden sind. Die hatte auch irgendwie mal so eine Nachmittagssendung noch in der ARD. Und ich glaube, bei 9 Live hat die auch mal irgendwie so eine... Call-In-Sendung, genau. Genau. Und sie hat ihr eigenes Fernsehen auch irgendwie gemacht, oder? Hat die nicht so eine, oder war das das, was sie aus ihrer von zu Hause moderiert hat? Das weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich, das war die Call-In-Sendung, diese zu Hause. Ja, das waren alles Sachen, die liefen nicht lange. Wo ihr eben Volles Haus kurz erwähnt habt, das ist ja richtig kläglich gescheitert. Die haben das ja richtig groß aufgezogen und alle haben die ganze Zeit gesmiled, aber in der letzten Sendung haben sie sich, zumindest so wie ich das gesehen habe, nicht mal richtig verabschiedet. Oder das wurde in der Join-Mediathek rausgeschnitten. Also das fand ich so richtig, richtig schade. Ganz komisch. Ja, naja. Es ist eine Sendung, die für uns immer in seltsamen Gedanken zurückbleibt. Ja. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit der Zahlenparade. Es steht 3
zu 111 für Julian, der seine erste Frage nicht richtig beantworten konnte. Aber das muss dazu gesagt werden. Alle anderen Fragen konnte ich richtig beantworten. Und genau. Dann werde ich anmoderiert mit, ja, Julian hat jetzt hier die Führung, aber der konnte seine erste Frage gar nicht beantworten. Dafür habe ich gleich eine ganz gute Frage für dich, ja. Aber die Zahlenparade, worum geht's da? Also zum Beispiel, wie oft gibt es ProSieben? Die Antwort ist einmal. Aha. Und deswegen suchen wir nach Zahlen. Und Julian, wenn N24 in 1,5-facher Geschwindigkeit senden würde, nach wie vielen Stunden wäre dann theoretisch Ende? Wenn N24 in 1,5-facher Geschwindigkeit, wie meinst du das? Jetzt seit Bestehen oder was? Nein, einfach so, wenn die jetzt sagen würden, wir fangen einfach, ach so, du wir meinst, machen unsere 24 Stunden. Nee, wir machen unsere 24 Stunden Arbeit einfach in 1,5-facher Geschwindigkeit. Ja, dann. Ich möchte lösen, oder? Weit willst du lösen? Aber warte, das ist aber schwer zu rechnen, weil man jetzt sagen würde, in doppelter Geschwindigkeit, das wäre ja dann. Wäre dann in 12 Stunden so. In 1,5-facher Geschwindigkeit. Tja, sind es dann wahrscheinlich 18 Stunden. Das ist richtig, ja. Ich habe ja schon immer wieder hier einen Gag in diesem Podcast gemacht und habe gesagt, ich mache irgendwann N36 und da sende ich alles in 1,5-facher Geschwindigkeit. Also es wird alles vorher aufgenommen und dann abgespielt. Und dann gehen wir ab 18 Uhr in die fiktive Zeit hinein. Hätte ja sein können, dass die irgendwie nur 20 Stunden live senden und den Rest Teleshopping machen und sowas, wüsste ich halt nicht. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, dass das eine reine Rechenaufgabe ist, habe ich nicht errechnet. Okay. Ja. Felix, wie viele Lokalmagazine haben WDR und NDR gemeinsam? Also wie viele unterschiedliche gibt es? Und wie heißen sie? Nee, das will ich nicht wissen. Die Antwort ist zu viele. Ja, eindeutig zu viele. Also WDR und NDR zusammen, habe ich das richtig? Genau. Ja. Ich kann an dieser Stelle verraten, das ist tägliches Ritual bei Redaktionskonferenzen. Da wird jeden Morgen durchgezählt, ob noch alle da sind. Ja, deswegen gibt es auch nur eine Konferenz, weil die brauchen die Woche, bis sie fertig sind damit. Ins Blaue rein. Okay, gehen wir es logisch an. Ein Tag hat nur so und so viele Stunden. Wie viele Sendungen kann man verpacken? So würde ich nicht rangehen, sondern da schaltet man sich auseinander. Die schalten auch wieder zeitgleich. Ja, stimmt natürlich. Es gibt ja mehrere Sendungen. Ach du meine Güte. Das ist so ein typischer, wo man entweder vollkommen... Ich gehe ins Blaue rein. Entweder viel zu wenig oder viel zu viel. Ich sage 55. Das ist falsch. Aber ich will kurz den Wahnsinn unterstreichen, denn der NDR hat für Niedersachsen eine, für Hamburg... Und für Mecklenburg-Vorpommern. Und der NDR hat 11. Nee, Quatsch, ja, der WDR hat 11. Lokalzeiten. Okay. Also viel zu viel. Ja gut, 15 wären es dann gewesen fast. Ja, ja, 50. Ja. Aber es ging in die richtige Richtung, gedanklich. Gedanklich schon, ja. Ja, für Dennis will ich was ganz anderes wissen. Und zwar, wie viele Staffeln haben alle deutschen The Voice-Ableger zusammen? Ich sag die 55 von gerade. Fast, es sind 27. Na gut. Es ist 13 Germany, ich glaube 11 Kids, genau. 2 Senior und eine The Rap. Ah, alles nicht bekannt, außer The Voice selber. Da bin ich völlig raus. Ich habe erfahren, dass es ein GZSZ Shared Universe gibt. Es gibt ein The Voice Universe. Also ich lerne hier tolle Sachen heute. Ja, und Veit, von dir möchte ich wissen, in welchem Januar moderierte Günther Jauch das erste Mal Günther Jauch im Ersten? In welchem Januar? Genau. ¿2005? Ist das eine Antwort oder eine Frage? So, jetzt mal so grobe Richtung, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen 2005. Und das ist leider falsch komplett. Also er hat ja am 11. September 2011 den Anne-Will-Sendeplatz übernommen. Heißt, dass er erst im Januar 2012 die Sendung übernommen hat. Oh, hoppala. Da war ich jetzt ja komplett falsch. Ja, aber es ist nicht schlimm. Besser als 55. Naja, gut, ich weiß nicht. Ja, dann kommen wir zu einem kleinen Zitatespiel.
Ich rufe es gerade mal auf. Wieder ein Beispielzitat. Den Hafen finden Sie unterhalb der Stadt. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Woher kommt das? Natürlich. Weiß das jemand auch wirklich, wie der Film genau heißt? Wir wissen nicht mehr, wie er ungefähr heißt. Asterix erobert Rom. Ah. Der Passierschein A38 ist das. Genau. Du musst jetzt gleich, wenn du das Zitat aussprichst, die Ohren spitzen und hören, ob jemand tippt. Ja, oder er macht es halt selber auch kaputt. Das, ja. Deswegen fangen wir jetzt mal mit Julian an. Andere dürfen dir natürlich dann wieder helfen, wenn ja, du möchtest. Sie auch wissen, ja. Es fällt schwer, wütend zu bleiben, wenn es so viel Schönheit auf der Welt gibt. A. American Beauty. B. Ziemlich beste Freunde. C. 12 Years a Slave. Oder C. Bohemian Rhapsody. Ja, habe ich keinen von gesehen. Wie sieht es denn in der Runde aus? Wie war das Zitat nochmal bitte? Es fällt schwer, wütend zu bleiben, wenn es so viel Schönheit auf der Welt gibt. Ja. Also ich habe die alle gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Voice-Over von dem Emo-Jungen ist, der bei American Beauty diese Papiertüte im Wind filmt und in die Kamera dabei spricht. Könnte der Klangfarbe nach passen, aber keine Ahnung. Dann locken wir das ein, Fabian. Ja, ich habe es eingeloggt. Passend zum Filmtitel auf jeden Fall. Beauty und Schönheit. Ne? Ja, das sowieso. Das bleibt so naheliegend. Da deshalb kriegt ihr auch beide einen Punkt. Das war Lester Burnham. Achso, Lester. Ich habe jetzt auch vorhin schon mal gesagt, Julian müsste ein bisschen früher weg. Ich muss deshalb mal ein bisschen bei Julian auf die Tube drücken. Ach, ja. Und deswegen mache ich mir jetzt erstmal deine Fragen. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. A. Fight Club, B. War Dogs, Wolf of Wall Street oder Fast and Furious 6. Tja, ich weiß es auch, aber Julian führt, dem gebe ich keine Punkte mehr. Das stimmt, ja, du bist nämlich kein guter Joker für mich. Aber du kriegst ja deinen Punkt auch und ich gehe ja eher raus. Das schon, dann bleibt der Abstand ja immer gleich, weißt du? Naja, wie gesagt, ich gehe ja nachher raus und dann kannst du ja für die anderen auch noch jokern mit deinem unbändigen Filmwissen. Ich gebe dir aber einen Tipp, dann kannst du selber vielleicht darauf kommen. In jeder Szene ist ein Starbucks-Becher versteckt von dem Film. Fabian, kannst du diese Filme nochmal kurz aufzählen? Ich muss das mal kurz Fight Starbucks Club, War Dogs, Wolf of Wall Street, Fast and Furious 6. Tja, dann rate ich Wolf of Wall Street. Das ist Darf tatsächlich falsch. Ja. Darf ich abstauben? Fight Club. Ja, richtig. Wirklich? Das ist tatsächlich richtig. Ja. Aha. Den hätte ich auch gehabt. Ja, dann kommen wir auch zu deinem... wir haben ja noch zwei Zitate für Julian. Wieso kriege ich jetzt nur Zitate? Weil das Stück für... Ich habe hier eine tolle Liste gemacht, damit du gut rausgehen kannst. Falls ich in 5 Minuten nicht zurück sein sollte, warten Sie einfach ein bisschen länger. A. Ace Ventura, B. Hangover 3, C. Wolf of Wall Street oder Pain and Gate. Das klingt ein bisschen wie Jim Carrey. Mir helfen die Joker ja nicht mehr aus taktischen Gründen. Aber beziehungsweise es sind ja noch andere Joker da. Fight Luca Rowe zum Beispiel. Ja, ich hätte jetzt auch bei Jim Carrey verortet. Ich war jetzt aber eher bei Truman Show. Ja, es klang am Anfang so. Wenn wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich frage nochmal den noch übrig gebliebenen Joker. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich hätte eher gedacht, Leslie Nielsen oder so. Okay, Fabian, dann sagen wir Ace Ventura. Oh, ja, aber du kriegst einen Punkt. Ja. Ja, dann kommen wir da zum nächsten. Da gab es damals in den 90ern auch eine tolle Computerspielreihe zu. Die habe ich auf meinem damaligen 386er spielen können. Was anderes lief da nicht, aber das lief rauf und runter. Wenn ich dir kurz eine Geschichte erzählen darf, unser Nachbar konnte damals nicht Duke Nukem Forever spielen, weil wir damals schon PCs mit 4 Megabit Arbeitsspeicher hatten und er nur 2. Ja, so war das. Und ich konnte auch meinen 386er durch irgendeinen Zaubertrick von Arbeitsspeichernachlegung auf einen 486er hochtakten. Da war mein Vater ganz stolz drauf. Wahnsinn. Ja, das musst du mir mal demnächst erklären, wie das funktioniert hat. Jetzt will ich von dir wissen, Poesie kann vieles beinhalten, was uns die Augen öffnet. Interstellar, die Entdeckung der Unendlichkeit, Coach Carter oder der Club der toten Dichter? Ja, dass ich jetzt natürlich hier die Zitate bekomme, ist ganz schlecht. Also es ist nicht aus Hallo Spencer. Das kann man schon mal sagen. Da hast du zu Recht das nicht mit aufgeführt.
dann würde ich den Club der Toten Dichter nehmen, weil es klang schon ein bisschen John Keating, richtig. So, das ist ein Ausschlussverfahren. Ja, jetzt habe ich wieder für dich beim Moment, beim Fernsehfriedhof eine Sendung im Programm, die nannte sich Ein Soap-Darsteller moderierte eine Show für Schönheitsoperationen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Jan-Josef Liefers, die Obduktion. Aber es ist kein Soap-Darsteller. War das auf ProSieben eine Sendung? Das war bei RTL. Aber es gab sowas, ich sag mal so, The Swan gab es auch zu der Zeit. Ja, die meinte ich, glaube ich. Ja, okay. Die ist es dann nicht. Ein Soap-Darsteller. Interessant. Es gab mal auf RTL früher in den 90ern eine Samstagabendshow, die beschäftigte sich nur mit Daily Soaps. Ich glaube, Markus Strölein hat das moderiert. Das war GZSZ, die Show oder so. Da traten aber auch noch andere auf, auch auf dem Marienhof und so weiter. Und dann waren das so Soap-Darsteller, die gegeneinander gespielt haben. In so Seifenblasenoptik. Naja. Ja, habe ich nie mitbekommen tatsächlich. Aber ich kann dir schon mal sagen, es war Carsten Spengemann. Vielleicht weißt du jetzt, welche Sendung das war. Carsten Spengemann. Ja, Carsten Spengemann ist ja berühmt geworden durch ich glaube, Verbotene Liebe, aber eigentlich DSDS, ne? Hatte der nicht auch irgendwie so einen Diebesruf, dass er irgendwo was geklaut hätte? Oder verwechsel ich das jetzt? Irgendwas war da. Ich habe es auch genau vor Augen, die Sendung. Ich meine, der hat sogar mal der Holger Kreimeier bei Fernsehkritik was zugemacht, aber boah. Da hat der Holger zu allem was gemacht. Er hat zu allem was gemacht, ja, das stimmt. Also ihr wisst es nicht, dann verrate ich es euch. Es war Beauty Queen. Na gut. Nie gehört. Hätte man aber einfach irgendeinen generischen Titel raten können, wenn man drauf gekommen. Es gab mal das Model und der Freak. Kennt ihr das noch? Das fand ich damals ganz toll. Ja. War das nicht das allerselbe wie The Beauty and the Nerd oder war das gab es einen Unterschied? So die haben nur gesagt, dass Freak nicht mehr sozial akzeptabel ist für Menschen, ja, genau. Die so am Rande der Gesellschaft operieren. Und das waren mehr so Einzelcoachings. Also die haben jetzt nicht zusammen gewohnt oder so. Aber die haben dann halt so einen, Jana Ina war dabei, die fürchterliche, schreckliche Jana Ina. Als Model natürlich. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind in dieser Zeit, dann frage ich mal den Felix. Ja. In dieser Show war Nadine Krüger, die deutsche Carmen Electra. Nadine Krüger war Carmen Electra. Puh. Das muss er erstmal zitieren. Moment, also Nadine Krüger kennt man natürlich. Das war eine Show oder Serie? Moment. Das war eine Show. Eine Show. Als Carmen Electra. Das ist auch, klingt schon. Sat.1, sage ich nur. Sat.1, 1997. 97. Da ist gerade die dritte Folge von Quoten mit FM gelaufen. Boah, also quasi, Moment, was machen wir 750. Folge vor über 700... Quatsch! Aber du machst das schon seit 750 Folgen jede Woche, ne? Nee, tatsächlich erst seit Folge, ich glaube, 220 oder so. Ja, erst. Ja, erst, ja dann. Nee, also sorry, habe ich keine Ahnung. Sommer sucht Sprosse. Sommer. Da wollte man jung und dynamisch werden. Da hat man dann den Bergdoktor abgesägt, der dann der jetzt mehr Zuschauer hat als alles, was irgendwie bei Sat.1 läuft. Da hat man so viel abgesägt, man hat das ganze Programm umgekrempelt. Ja, tatsächlich. Und Dennis kriegt jetzt auch wieder eine fürchterliche Frage. Ich weiß nicht, ob er die beantworten kann. Wahrscheinlich nicht. Mit diesem Format machte Bild das erste Mal Fernsehen. Bild TV. Leider falsch, das war 1999 Newsmaker. Okay, keine Ahnung. Ja, und der Veit kriegt jetzt die Premium-Frage. Es war eine Call-In-Show mit einem animierten Humor. Heute würde man sagen, sie war zu klug für das damalige Viva. Ich glaube, das weiß ich. Was ist die Frage? Wie hieß die Sendung? Eine animierte Call-In-Show. Genau, da konntest du anrufen. Die mit dem Troll? Das kann ich so nicht verraten. Ja. Ich bin völlig blank, keine Ahnung. Wer will den Punkt abstauben? Ja, hier, Hugo, der Kollege. Hugo, hätte ich jetzt gesagt. Hugo? Nee, Hugo war es nicht. Ach so. Okay. Oder hieß nur der Troll Hugo und die Sendung hieß anders? Nein, das hieß schon beides Hugo.
Ja. Wo lief das? Kann ich, haben wir das schon gefragt? Ja, bei Viva. Ah ja, ach so. Herr Hugo war, glaube ich, Kabel 1 und so oder sowas. Ach so, okay. Ich dachte auch, das ja. war Das war Fleischmann TV. Das war so mit irgendwie drei verschiedenen animierten Szenen. War das wo dann nicht immer Heinz Strunk? Hat der das nicht gesprochen? Ich weiß gar nicht, ob das Heinz Strunk war. Sag mir irgendwas. Darf Heinz Strunk? Hat er da auf jeden Fall seine Finger im Spiel? Ja, das war. War nicht auch vor 10 Jahren ein Revival im ZDF? Oder ZDF Neo? Da gab's doch irgendwas mit Fleisch. Irgendeine Animation mit Fleisch. Deutsches Fett meinst du? Aber das hatte damit nichts zu tun. Ja, es war tatsächlich Heinz Strunk, sehe ich hier. Ja, ja. Fleisch ist mein Gemüse. Heinz. Dann würde ich mal sagen, bevor wir weiter mit Zitaten machen, machen wir ein kurz und knackiges Serienquiz. Wo ging es um den Mord von Laura Palmer? Wer ist denn dran? Alle. Twin Peaks. Ja. Twin Peaks. Richtig, es war Twin Peaks. Welcher dieser Typen war schon im It-Club bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Ed Sheeran, Bruce Springsteen oder Bruno Mars? Das war eine Frage für Julian. Ja, nee. Das denke ich nicht. Also muss jetzt der Wahrscheinlichkeit nach. Ja, also es heißt It Club, das heißt, er hat da schon mal mitgemacht. Ja, da war das zu sehen. Ist ja genau, das Mauerwerk aufgetreten. Da. Das ist natürlich gar nicht genau. meine Zeit. Also wer also nicht, Bruno Mars würde ich dann sagen. Oder Michael Jackson. Also ich würde sagen, Bruno Mars. Nee, es war Ed Sheeran. Wirklich? Ja, ich er war überall. War der nicht auch bei Game of Thrones? Ja. Ich muss auch gerade sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht in meiner Vorbereitung. Ich habe euch nämlich nicht vorgelesen, wie dieses Quiz funktioniert. Und da habe ich nämlich auch eine wichtige Frage auch beantwortet. Welcher, und das mache ich jetzt als Bonusfrage, welcher AfD-Politiker hat bei Günther Jauch die Deutschlandfahne auf seinem Stuhl gehisst? Oh, wer war das denn? Chrupalla, keine Ahnung. Chrupalla war deutlich später. Günther Jauch, das war ja doch eine gewisse Zeit. War das schon Höcke? Also war das eine Antwort? Es gab doch mal so Schlagzeilen mit irgendwie Günther Jauch und Höcke und komisch, nicht zum Lachen. Was war das denn? Also wenn jetzt einer muss jetzt einloggen, wenn er was sagen möchte. Dann locke ich jetzt mal Höcke ein, ja. Ja. Dann machen wir jetzt Felix und Veit jeweils einen Punkt. Wunderbar. Genau. Gehen wir nicht leer aus, also. Das ist doch schon mal was. Dann frage ich euch, gibt es der Herr der Ringe als Serie, wo setzt da eigentlich die Handlung ein? Im ersten Zeitalter. Also im ersten Teil? Ja, also im Endeffekt, der Vorspann vom ersten Teil ist die Serie. Also der ganze Krieg um den Ring. Ah ja. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich. Nee, ich wollte es einfach mal wissen. Tolle Antwort. Leider keinen Punkt halt. Aber wollte ich ja schade. Wissen. Ich kann dir aber auch einen Punkt geben, wenn du möchtest. Ja, wenn am Ende einer fehlt, nehme ich feiern noch. Wenn nicht, ist egal. Es gibt ja diese Serie Vorder. Um welchen Krieg geht's da? Wie heißt die Serie? Vorder? Vorder. Noch nie gehört. Okay. Ich glaube, bei Apple. Ist das eine spanische Serie? Nee, die müsste, glaube ich, von. Wir machen eine andere. Das ist eine israelische Serie über den Nahostkonflikt. Die müsste, glaube ich, bei Apple TV laufen. Okay. Bei welcher Serie kann man sagen, sie war das neue Schwarz? Orange ist der New Black. Ach, scheiße. Ah, ja. Ach, so eine um die Ecke gedachte Frage. Ja, ach, da hab ich nicht muss auch erstmal überlegen, was er jetzt von mir will. Ja. Ich war bei Blackout von Join. oder woher kommt das Wort Serie? Aus dem Griechischen, Lateinischen oder Indogermanischen?
Ja, bevor das keiner was Latein, sagt. Muss Latein, Latein sein. Muss Latein sein. Julian redet auch Latein. Julian auch. Schreiben Sie das auch. Das war zu spät. Das war leider zu spät. Ja, gut. Ist richtig, Latein? Von welchem Wort kommt es denn aus dem Lateinischen? Serere, Deutsch schreien. Oh. Ah. Der Fabian ist auf Rückfragen der Community vorbereitet. Jetzt machen wir mal eine schnelle Frage. Wie heißt das Prequel, das erste von The Waking Dead? The Fear, of Fear the Walking Dead. Fear. Das waren jetzt drei Leute gleichzeitig, oder? Ja, gibt's drei Punkte. Drei Punkte. Felix, Veit, warst du jetzt auch dabei oder war das Julia? Ich war auch dabei. Nee, ja, ich war da nicht dabei, das kann ich dir sagen. Düsseldorf war ganz still vor Scham, dass es nur Großstadtträume kannte. Okay, dann gab es mal eine Serie, da war ein Polizist in Portland, der machte Jagd auf märchenhafte Wesen. Welche Serie war das? Wie hieß die noch, verdammt. Once Upon a Time. Das war im Zuge dessen ist die Serie gekommen. Ja, ah. Ja. Ach Gott, ich habe die vor Augen. Auch Gott heißt sie leider nicht. Nee. Shit, wenn du das jetzt sagst, Grimm? Nee, nicht Grimm. Doch, war's. Ja? Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Feiert noch schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Tatsächlich klingelt es gleich hier an der Tür. Ich hoffe, da kommt der andere Besuch rein, wenn ich rausgehe. Wir geben unser Bestes, ansonsten quizzen wir hier einfach noch ein bisschen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Julian, dafür, dass du da warst. Du hast zum jetzigen Zeitpunkt 7 Punkte erspielt. Ja gut, ich werde mir das Endergebnis anhören. In der Schnellfragerunde hat jetzt Dennis richtig aufgeholt, ist bei 10 Punkten. Also. Veit und Felix jeweils 3, aber unser 5. Gast, der eigentlich angemeldet war, der hat 0 Punkte bislang. Ja, eben. Juhu, nicht letzter. Nicht letzter, genau. Nicht letzter. Genau. Also, vielen herzlichen Dank und dann hören wir uns die Tage. Bis bald. Wieder. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Ciao. Und damit würde ich sagen, wechseln wir mal wieder zu den Zitaten rüber. Und da geht's weiter mit dem Felix. Oh ja. Ein Fallschirm, der sich nicht öffnet. Unter diesen rasselnden Raupen eines Panzers zu geraten, die Eier von einem Watusi abgebissen zu bekommen, so möchte ich mal sterben. Hangover, Iron Man 3, die nackte Kanone, der Schuh des Manitou. Also Schuh des Manitou nicht. Nackte Kanone würde ich auch nicht sagen. Was war nochmal? Hangover, Iron Man 3. Nee. Also keins von denen. Das hat sich okay, jetzt tatsächlich auch nach Ace Ventura angehört. Ja, aber also es ist ja schon irgendwo sehr abstrus, dann, ich würde eigentlich sagen, ich habe es zu oft gesehen, um es zu verpassen, aber dann muss es aber eigentlich die nackte Kanone sein, weil da würde ich sowas Abstruses reinpacken. Das ist richtig. Ja, Ausschlussverfahren, sehr gut. Ja, beim Dennis will ich wissen, beim Baseball wird nicht geweint. Eine Klasse für sich, The Longshot, Soul of Game oder The Scout? Das, glaube ich, kann ich allein durch meine Arbeit inzwischen beantworten. Also ich glaube, der einzige wirkliche Baseballfilm ist Eine Klasse für sich mit Madonna. Deswegen würde ich den nehmen. Genau, und es war Jimmy Dugan. Und Veit, Houston, ja. Wir haben ein Problem. Flight, Apollo 13, der Marsianer oder Interstellar? Das zweite. Apollo 13, oder? Ja. Jim Lovell. Das war relativ preiswert, das hatte ich auch gewusst. Aber ich weiß das ja vorher nicht, wem ich welche Fragen zuordne. Deswegen. Du meinst es einfach gut mit mir. Vielen Dank. Ja. Deswegen auch kommt hier eine recht einfache Frage für Felix. Felix, ich verdopple auf 2 Punkte, wenn ich dir keine Antwort vorlesen muss. Das steigert die Fallhöhe, okay. Das ist Sparta. Oh. Ja, das ist Sparta. Jetzt ist natürlich die Frage. Das ist Sparta ist natürlich klassisch aus 300. Aber ist das auch die Antwort, die du willst? Ich würde das schon auch einloggen, glaube ich. Ich würde sagen 300. Ich sage einfach mal 300. Wird aber das wahrscheinlich auch... Das ist richtig. Ja, ich hatte jetzt Joker schon gehofft... Joker gibt es hier nicht. Ja, er hatte schon gehofft, es gibt, oder was heißt gehofft, die Angst, dass es irgendwo in einem, wie heißt der ist hier Spin-Off, also nicht Spin-Off dazu, wie heißt das, meine Frau, die
Oh Gott, ja. Und jetzt dachte ich schon, es ist so ein ganz um die Ecke gedachter, wo in 300 gar nicht wirklich das ist Sparta gesagt wird. Okay, zu viel gedacht. Nein, 300, richtig, Punkt 2 für mich, habe ich gehört. Das denke ich mir manchmal bei so Wer wird Millionär? Da gibt es so Leute, die schließen dann irgendwas aus und sitzen dann bei 128.000 und sagen einfach, ja, das muss so sein. Und letztens ging es irgendwie so, wo darf man nach der Behandlung kriegt man irgendwie gesagt, man soll irgendwas Bestimmtes nicht essen. Und dann Zahnbehandlung oder Sonnenbank. Und dann sagt er, hat er überhaupt nicht wirklich weiter nachgedacht und sagt halt einfach, ja klar, Sonnenbank. Nee. Und dann dachte ich mir, wie oft warst du mal unter der Sonnenbank und hat dich da schon mal jemand angesprochen, dass du was nicht essen darfst? Und dann war das Geld weg. Ärgerlich. Wie viel war es, weißt du das? Ich glaube, das waren 64.000. Wow. Das ist bei Wer wird Millionär, ich habe so das Gefühl, Günther Jauch hat da extrem viel Spaß dabei inzwischen. Wenn die Leute dann mal schnell innerhalb von 5 Minuten, wenn du mal kurz aus dem Raum gehst, da irgendwie was verlierst, damit du dann nochmal Social Media nachgucken musst. Ja. Ja, vom Dennis will ich jetzt mal was ganz anderes wissen. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben, eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben. Matrix 3, die drei Musketiere, V wie Vendetta oder Ninja Azane. Das ist jetzt ärgerlich, hätte ich nämlich ohne Antwortmöglichkeiten sagen können, hätte ich auch 2 Punkte bekommen. Ist V wie Vendetta. Das hatte ich gar nicht gewusst. Aber ich finde auch die ersten 3 Antwortmöglichkeiten, da hat sich der Praktikant richtig Mühe gegeben. Damals. Ja, zumindest auch in anderen Wachowski-Filmen, genau wie Vendetta. Jo. Macht schon alles. Und immer so ein bisschen, immer irgendwie auch alles mit 3. Ja. Und übrigens, apropos V wie Vendetta, geht ja inhaltlich, story-wise kennt man es ja, gucke ich tatsächlich so traditionsmäßig jedes Jahr am 5. November den Film. Remember, remember. Genau. Ich empfehle übrigens mal den Comic zu lesen von Alan Moore, der ist noch besser als der Film. Glaube ich. Da unterhalten sich 2 Experten vielleicht. Macht ihr mal eine Ausgabe demnächst und unterhaltet euch mal über diesen Film. Ja, wir machen die 777. Okay. Ich nehme euch beim Wort, denn da oben hat man keine Zeit zu denken. Wenn man da denkt, ist man tot. Ist das Mission Impossible, Roof Nation, Top Gun, Fast and Furious 5 oder 7? Das will ich von Veit wissen. Sorry, mein Mikrofon war aus. Ich habe aber auch nicht gegoogelt. ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wirklich? Also Veit, ich sag's nochmal, Mission Impossible, Top Gun, Fast and Furious 5. Ach so, oder 7? Da oben. Ja, dann ist es Top Gun wahrscheinlich. Ne? Also ich hoffe es, ich habe noch nicht gedrückt. Ja, es ist richtig. Bin ich auch dabei. Ja. Ja, ich habe noch eine Runde Zitate. Fangen wir wieder vorne an. Oder wir können auch da noch ein paar Fragen machen. Und aus welchem Film stammt dieses Zitat? Ich bin der König der Welt. King Arthur, Titanic, König der Löwen oder wieder 300? Felix. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, fast so weit, es war kein Fenster, aber dass man vorne über die Brüstung fällt. Ich bin natürlich bei Titanic. Das ist auch richtig. Da wurde wieder eine einfache Frage, die jetzt sogar ich beantworten können. Und wenn das was heißt, dann glaube ich, sehe eine Morgana Fata. Genau. Dennis, willst du die Antwortmöglichkeiten oder? Ich glaube, ich sehe eine Morgana Fata. Ja. Ja, wobei es ist ein bisschen kompliziert. Es ist tricky unter den Antwortmöglichkeiten. Es ist der Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, Winnetou oder Fuck You Goethe. Also wenn die Frage böse ist, kann sie auch eine Falle sein. Ja, man merkt, dass ich deutsche Filme so gut wie gar nicht kenne. Ich glaube, Fuck You Goethe, da werden Redewendungen durcheinander geschmissen. Deswegen sage ich das. Okay, es ist tatsächlich falsch. Ja. Ich sage, es ist das Kram des Manitou. Das ist auch falsch. Veit, du hättest gerade einen Punkt machen können. Ah ja, na gut. Man muss auch mal Pointen einbauen. Man muss auch mal, ja. Ich gucke jetzt mal, ob der Schuh des Manitou richtig ist oder Traumschiff Surprise.
Nee, es ist Schuld des Manitou, muss es sein. Ja, okay. Hätte auch fies sein können, wenn man irgendwie was umgebaut hätte und dann wäre das vielleicht nur ein Traumschiff Surprise. Das wäre dann irgendwie die 1-Million-Euro-Frage. Stimmt. Gab es bestimmt auch im Bulli-Parade mal den Gag. Ah, bestimmt, stimmt. Ja. Da hätte ich auch eine gute Frage vorbereitet auf dem Fernsehfriedhof. Ich kann es euch ja mal sagen, weil wir wahrscheinlich mit unserem Hauke wahrscheinlich nicht mehr rechnen können. Der steht in Hamburg auf der Brücke. Denn das war in dieser Comedy-Show wurde unfassbar viel geraucht, aber jeder kannte sie. Müssen wir uns um Hauke Sorgen machen, wenn er auf der Brücke steht? Entschuldigung. Nee, er sitzt ja im Auto. Okay, na dann. Aber die Bulli-Parade war ja tatsächlich so, man kann immer noch mal wieder so alte Folgen bei Join angucken oder auf YouTube und da wurde fast in jedem Sketch geraucht. Stimmt, jetzt wurde das so gesagt. Auch, wo sie sich dann immer gegenseitig angeraucht haben, oder? Ja, aber auch so Nonsense-Gags und vor allem, man muss auch mal sagen, ich habe jetzt wieder so aus der ersten Staffel 2 Folgen angeguckt, meine Güte, da ging ja die Hälfte der Pointen ging ja wirklich schief. Ja, ich fand immer toll, wie sie da, wenn sie im schwarzen Anzug im Kreis standen und dann irgendwelche Zungenbrecher sich gegenseitig vorgetragen haben. Das fand ich immer großartig. Glaubt ihr, dass das Kanu des Manitou gab, aber es einfach so, man hat es irgendwie so unterhaltsam rübergebracht. Glaubt ihr, dass das Kanu des Manitou heute noch funktionieren kann, dieser Bully-Humor? Oder geht das nach hinten los? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es mindestens 3 Millionen Zuschauer hat im Kino. Dafür ist der Schuh des Manitou zu groß. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass Bully irgendwas da zaubert. Das Apache ist wahrscheinlich George Gonzales oder so. Irgendwas wird er machen, um uns alle zu verwirren. Ja, das wäre wieder spannend. Ja, er hat sich ja eigentlich jetzt als ernster Filmmacher etabliert mit Ballon und 1000 Zeilen Lügen und so. Und da dann jetzt wieder so einen Klamauk zu machen, bin ich mal sehr gespannt. Aber er hat wenigstens seine Liste abgearbeitet. Ja, gut. Aus der 6. Staffel der Bully-Parade, da hieß es ja, was machen wir, Schuh des Manitou 2, Traumschiff Surprise, Lissi und der wilde Kaiser oder ein völlig anderer Film. Stimmt. Und das hat er dann alles mal geschafft. Dann kann er eigentlich sich zurücklehnen und ja. Hat er nicht auch den Deutschen Fernsehpreis fürs Lebenswerk gewonnen? Ja. Dieses Jahr? Obwohl seine Sachen eigentlich immer, also obwohl eigentlich seine Fernsehsachen ja echt schlecht waren. Kennt ihr noch die richtig schlechte Sitcom Bully sucht Buddy? Toll. Da habe ich mal Fight vor 1,5 Jahren mal gezwungen, die ersten 5 Minuten anzugucken. Länger habe ich es auch nicht geschafft, hätte ich gesagt. Also, da sind die Streichhölzer in den Augen gebrochen dann. Das kann man auch. Du musst mal deinen Arbeitsvertrag sehr genau lesen, ob das alles so rechtens ist. Ja, ich habe da auch. Kann man tatsächlich auch wieder. Geraten. Kann man tatsächlich immer noch bei Join angucken, hat man hochgeladen. Da sind die echt fleißig, die durchforsten das ProSieben-Archiv. Und wer da mal reingucken will, kann das gerne machen. Aber auch irgendwie Bully und Rick hat nicht so wirklich gezündet. Und dass man ihnen dann irgendwie das fürs Fernsehlebenswerk, also die Bully-Parade, sie hat zwar am Ende funktioniert, aber so der krönende Comedy-Abschluss war das ja auch nicht. Nee, vor allem ist der Bully auch jetzt noch nicht ganz so alt, oder? Der ist ja Mitte 50 fürs Lebenswerk ausgezeichnet zu bekommen. Ist ja dann recht früh eigentlich. Ja, ist wie mit Crow, der irgendwie mit 25 sein Unplugged MTV-Album gemacht hat und seitdem ist er weg. Stimmt, ja, der ist weg. Ja. Ja, aber wisst ihr, warum? Andere, sorry, darf ich eine Frage stellen, weil das. Moment, Veit, das müsstest du vielleicht sogar auch wissen. Wie Michael Bully Herbig zu dem Bully kommt, hat nämlich gar nichts mit dem Namen zu tun. So viel sei mal verraten. Ich weiß es. Traktor gefahren vielleicht oder was? Nee, ich weiß es nicht. Nee. Es hat tatsächlich was, es hat einen sportlichen Touch. Weil er ein bisschen dicker war und ein bisschen die Leute weggerempelt hat. Oder wie? Nee. Oder? Nee. Es hat, also, ich weiß, oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich sollte das verifizieren, bevor ich es erzähle. Aber ich habe mal gelesen, dass Michael Bully Herbig in seiner Schulzeit hatte der oft ein Trikot vom FC Bayern München an. Und FC Bayern hatte damals einen Sponsor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
irgendein Sponsor, egal. Magnus auf dem Trikot Stolz, stand jedenfalls. Ist das das? Die Traktormarke? Das kann sein, auf jeden Fall. Die Bullen kommen oder so? Genau, der Slogan war, die Bullen kommen. Und deswegen nennt man ihn Bulli, habe ich mal gelesen. Also ist jetzt, ich sage, wenn es stimmt, dann habe ich es immer gewusst. Und wenn es nicht stimmt, dann habe ich es nur mal gelesen und wollte jetzt klarstellen, dass es nicht stimmt. Aber ich glaube, ich habe das mal gelesen. Googelt das mal jemand nach. Ich glaube, das stimmt. Ich habe übrigens noch eine andere Fun-Fact-Frage, die ein bisschen traurig ist. Aber ich meine, das sind halt nun mal die Österreicher. Welche Frau hat als Entschädigung das Haus geschenkt bekommen von der Regierung, wo sie ein Leben lang eingesperrt war? Natascha Kampusch, oder? Genau, ja. Ach, Gott. Mhm. Furchtbar. Es ist ein bisschen auch traurig, dass die Regierung dann sagt, hier, wir schenken dir jetzt das Haus. Ja. Wo, ja, stimmt. Dann irgendwie so. Stimmt, oh Gott. Ja, es ist schon... Abreißen lassen, oder ich habe keine Ahnung. Da. Oh Gott, oh Gott. Veit, meine Mutter sagte immer, es gibt keine Monster, aber keine echten jedenfalls, aber es gibt sie. Cowboy und Aliens, E.T., Aliens oder Kevin allein zu Hause, um die Situation zu retten. Ja, ich wollte nur kurz anmerken, meine Google-Schnellsuche hat ergeben, dass die Geschichte von Felix gerade stimmt. Boah, das hat er mal erzählt. Meine Mutter sagte, es gibt keine Monster, aber es gibt sie. Keine echten jedenfalls, aber es gibt sie. Oh Gott. Cowboy und Aliens, E.T., Aliens, die Rückkehr oder Kevin allein zu Hause? Komm, wir machen Aliens, die Rückkehr. Wahrscheinlich ist es Aliens, die Rückkehr. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also ich hätte, was war dabei? Kevin, den Kevin-Film hätte ich ausgeschlossen, aber sonst, keine Ahnung. E.T. wäre die perfekte Antwort. Ah, E.T. Ja. Also hätte man, also aber Aliens ist ja richtig. Ich habe noch drei Zitate. Und zwar, wo haben wir es? Affen gemeinsam stark. An. Planet der Affen. Ja, Moment. Felix. Also, das wäre so eine Reinruffrage. Entschuldigung. An Felix. Affen gemeinsam stark. Planet der Affen Survival. Planet der Affen Prevolution. Oh. Flucht vom Planet der Affen. Oder Planet der Affen Revolution. Als nächstes kommt die Frage, das Auto hat viele PS. Fast and the Furious 1, 2, 3. Ja. Also Planet der Affen wäre ich auch noch mitgegangen. Welcher Planet der Affen? Ich sag mal, ich nehme die Möglichkeit 3 oder C, je nachdem. Also jetzt mal ganz logisch nochmal. Also Planet, also Survival, Prevolution, Affen oder Revolution. Also Flucht vom Planet der Affen oder Revolution. Ja. Also ich würde jetzt mal so als Tipp geben, jetzt nicht die Flucht vom Planet der Affen, weil das ja, glaube ich, der älteste ist in der Zeitspanne. Dann nehmen, ach so. Also Flucht nehmen wir nicht. Ha. Weil Dennis kann es uns vielleicht mal erklären, dass wie das dann ist, der Flucht vom Planet der Affen aus 78 spielt, glaube ich, nach den Neuen. Kann das sein? Ja, genau. Die Neuen sind Prequels. Die zeigen, wie die Affen überhaupt die Spoiler-Erde zum Planeten der Affen gemacht haben. Ah. Genau, die spielen ganz, ganz weit davor. Dann... Okay, dann klammern wir den aus. Auch jetzt ein Zufall, dass es der gewesen wäre. Okay. Dann ist es Survival, Prevolution oder Revolution? Dann nehmen wir Revolution. Das ist sogar richtig. Sehr, sehr gut. 33% gehabt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, macht auch ein bisschen so Sinn. Wobei ich immer nur den ersten so ein bisschen halb gesehen habe. Und was haben wir hier für Dennis? Ich habe einen Freund versprochen, dass ich Ihnen heute Hallo sage. Hallo, bitte sagen Sie Hallo. Bitte sagen Sie Hallo. Superman Returns, Life of Pi, I'm a Legend oder Castaway verschollen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es ist Castaway, dass der das seinem Volleyball da versprochen hat. Das ist tatsächlich falsch. Ja, keine Ahnung. Ich habe nämlich drauf gedrückt und es ist rot angezeigt bekommen. Dann gucken wir mal. Superman dann Returns ist nicht live. Auf Pi sagen? Nein, auch ist nicht. Auch nicht. I'm a Legend. Dr. Robert Neville hat das gesagt. So, jetzt die Frage an Veit.
Manchmal muss man töten, was man liebt. Iron Man 2, Wonder Woman, John Wick, Kapitel 3 oder Gemini Man? Ich habe keinen davon gesehen. Das könnte auch Rambo einfach sein. Ja. Ich würde jetzt einfach mal auf Gemini Man. Das ist falsch. Es ist John Wick Kapitel 3. Na gut. So, dann habe ich noch eine Bonusfrage für euch. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wie viele Länder, also jetzt darf jeder reinrufen, nahmen beim Eurovision Song Contest 2023 teil? Im Finale oder insgesamt? Insgesamt. 37. Das ist richtig. Was? Wow, sehr gut. 15 pro Halbfinale plus die... Nee, Moment. Es gibt ja nur richtige Antwort. Egal, richtige Antwort pro Halbfinale plus die festen 5. Richtige Antwort, falsche Herleitung. Gut. Ja, gut. Sind es nicht tatsächlich 16 plus die Big Five plus der Ausrichter? Stimmt. Ach so. Ah ja, doch, dann so wird ein Schuhtrauser. Oder Big Four, Big Five, irgendwie sowas. Und dieses irgendwie Jahr kommt ja Italien, Luxemburg. Spanien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich sind 5. Ne? Ja. Ich habe auch, tatsächlich gibt es auch ein tolles Quizspiel, was ihr mal spielen könnt mit Freunden und Bekannten, wenn ihr einfach nur die Punktvergabe geil findet. Und zwar wettet man zum Beispiel einfach darauf, wie viel da Österreich zum Beispiel 2019 da wird. Legt zum Beispiel dann 10 Euro in den Topf jeder. Und der am nächsten dran ist, hat dann gewonnen, aber man muss halt immer so Länder machen, jetzt nicht unbedingt Deutschland oder den Gewinner, sondern muss halt immer so No-Name und dann kann man sich irgendwie in der Woche irgendwie so 10 solche Sachen angucken, also hat man 10 Stunden Abendunterhaltung und kann das theoretisch, weil man sich das eh nicht merkt, kann man das 30 Mal pro Jahr wiederholen. Funktioniert so die Programmplanung von Sat.1? Ja, ich habe hier noch ein paar Fragen. Vielleicht wisst ihr das noch. Und zwar von dieser Comedy-Show wünschten sich alle die Absetzung, nachdem der erste Pilot recht erfolgreich war. Und da wurde oft das Wort Ficken gesagt. Comedy-Show? Ja. Family Guy oder so vielleicht? Das ist eine Serie. Ach so. Und wer wünscht sich denn die Absetzung von von Family Guy? Das wäre ja Quatsch. Ja, weiß ich, das ist gerade bestimmt ist ja nicht ganz unumstritten. Die hysterischen Menschen. Also es war die Ingo Appel Show, die ja ganz, ganz miese Kritiken bekommen hat. Ingo Appel Show, ja. 2000, 2001, sowas. Ja, war auf jeden Fall ganz lustig. Wir haben einen Sieger, das ist der Dennis mit 12 Punkten. Dadurch, dass der Julian jetzt früher gehen musste, hat er nur 7, aber Felix und Veit 8 Punkte. Ja. Also es war spannend. Nur beim Serienquiz hat Dennis dann nochmal ordentlich aufgerollt und vielleicht hat der Julian den einen oder anderen Punkt auch nochmal gemacht. Also man kann schon sagen, es war relativ spannend. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr Zeit hattet, mit mir ein bisschen zu quizzen. Ich hoffe auch, dass die Sendung euch Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall und herzlichen Glückwunsch an Dennis. Ja, absolut. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die hier teilgenommen haben. Das sind ja alles großartige Punktzahlen. Und ich wette, Julian hätte auf jeden Fall noch Ingo Appelt gewusst. Also den Punkt können wir ihm quasi geben. Da kann man richtig schön so jetzt auch so gönnerhaft von oben herab sagen. Ja, ich hab den Sieg, aber es hat ja auch jeder verdient. Toll. Genau. Teilnehmen ist alles. Dabei sein ist alles. So. Ja, aber bevor wir die Sendung heute beenden, würde ich vielleicht nochmal fragen, was ihr denn so empfehlen könnt. Wir hatten nämlich zum Beispiel in diesen 750 Folgen haben wir viel besprochen, auch viele skurrile Dinge. Ich zum Beispiel fand es eine der besten Szenen, zum Beispiel als Höcke die Fahne bei Günter Jauch gehisst hat, weil Günter Jauch damals war für mich immer so Fernsehens. Sonntagabend, Unfall mit Ansage, man muss nur hinschauen und man darf das alles nicht so ernst nehmen. Jetzt zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Sendung entdeckt, die heißt Dein Star, Dein Date. Ja,
eine furchtbar, wirklich brutale Sendung, wo auch die Kandidaten unfassbar unsympathisch sind. Ich weiß nicht, ob ich schon mal von der Folge 2 gesprochen habe. Da ist jemand dabei, der sucht eine Frau, die nichts Festes hat, die für ihn alles macht. Ich glaube, er konnte auch nicht kochen und er möchte immer wegfahren und sie soll auch aber Geld verdienen. Also so Dinge, wo man sich so denkt, oh Gott, wer produziert denn diesen Scheiß? Ja. Da frage ich einfach mal, Felix, hast du auch so eine Sendung in den letzten Jahren entdeckt oder kannst du uns eine aktuelle Sendung zu diesem Thema empfehlen? Einfach sowas, wo man vielleicht nochmal öfters draufschauen wird im Zuge der nächsten Jahre. Oder vielleicht also auch einfach nur jetzt aktuell. Was so hängen bleibt, meinst du, ne? Also ich kann immer, das ist jetzt weniger ein Geheimtipp, sage ich mal, hat auch jetzt in meinem Fall persönliche Bezüge. Ich kann immer mal empfehlen, Folgen von First Dates zu schauen. Hat den Hintergrund, weil da tatsächlich mittlerweile 3 Freunde unabhängig voneinander da mitgemacht haben. Das ist aber cool. Ich weiß überhaupt nicht, wie das zustande kommen konnte. Es sind tatsächlich 3 Freunde aus meinem näheren Umfeld. Sie kommen aus der Stadt, in der ich wohne und alle haben bei dieser Serie mitgemacht und wussten aber auch voneinander nichts, bis ich es ihnen dann nacheinander gesagt habe. Und das kann ich schon empfehlen, ist lustig. Und also jetzt haben wir natürlich die Illusion zerstört, dass das Menschen einfach so machen. Die wurden natürlich gecastet. Aber naja, doch, schaut euch... Gecastet? Wer kommt denn da drauf? Schaut euch First Dates an. Ja, aber sind Sie reingegangen bei First Dates? Weil ich habe mich da auch mal angemeldet. Ich bin dann aus Zeitgründen nicht hin und dann habe ich mir wiederum gedacht, überall wo ich reingehe, das Zeug wird immer innerhalb von einem Jahr abgesetzt. Deswegen gucke ich mir das nur an. Wurden Sie gecastet, damit Sie einfach nur Zeit dort verbringen oder wurden Sie gecastet, weil Sie auf jemanden anspringen, der jemand so jemanden sucht? Das ist jetzt eine gute Frage. Also bei einem kann ich sagen, der hat sich da einfach beworben und hat dann gesagt, dann wurde ihm gesagt, komm doch mal vorbei und dann hieß es so 3 bis 5 Wochen später, ja, okay, das können wir, komm doch da und dann nochmal vorbei. Bei den beiden anderen war es so, die machen das ein bisschen öfter, die haben jetzt keine Agentur, aber die haben sowas, wo sie halt registriert sind und da wurden Charaktere angefragt und so sind die anderen beiden dazugekommen, ein Junge und ein Mädchen. Ja. Ja, ich bin auch in so einer Casting-Kartei seit die 3 Musketiere und da kriegt man dann so mit, zum Beispiel wurde für die 2. Staffel der Netflix-Sissy-Serie, wie heißt sie? Die Kaiserin. Ja, und da wurde ein Kind gesucht, ein Baby für mehrere Aufnahmen und das Krasse ist halt, ich habe es glaube ich einen Falt gegeben, einfach mal, weil es auch bei uns in der Nähe ist, ich glaube 90 Euro Tagessatz gab es da nur. Nee, es war mehr, oder? Boah, es war aber trotzdem... Es waren so 300, es war relativ wenig trotzdem. Ja. Aber es war dafür, dass es so ein großer Erfolg ist, dass es so eine Weltproduktion ist, es ist trotzdem sehr, sehr wenig gewesen. Ja. Dann frage ich jetzt mal... 300 Euro. Okay, ja. Du hast nachgegoogelt. Dennis, was hast du denn für uns noch in petto? Ich bin ja nicht so im deutschen Fernsehen zu Hause, deswegen habe ich was Englisches rausgesucht. Und zwar gibt es eine, ich glaube auf der BBC lief die, so eine Serie oder Sendung, wo so Home-Makeovers stattfinden. Also wo Leute ein hässliches Zuhause haben und dann kommt da so eine Renovierungsqueen dahin und macht alles neu. Das Schöne ist aber, es gibt eine Folge, wo den Leuten, deren Haus renoviert wird, das Endergebnis halt offensichtlich nicht gefällt und die ganze Zeit halt gute Miene zum bösen Spiel machen müssen und dann so Sachen sagen müssen wie, ja, also die eine Fliese da ist nett, so. Die heißt Trading Spaces, kann auch mal googeln, Trading Spaces, Disappointment oder sowas, dann findet man diesen Clip. Mich unterhält dann diese Art der Schadenfreude doch sehr und es hat ein Happy End, weil am Ende wurde das dann wieder auf den alten Zustand zurückgemacht und dann waren wieder alle happy. Auch stark auf den alten Zustand. Meinst du ja wenigstens über so Tiny Houses? Ja, yeah. Das wäre ein normales Haus, kein Tinys, aber ja. Ja, nee, aber hat eine Person nach einem Tiny House gesucht und hatte die Begleitperson und die Begleitperson hat aber nicht verstanden, warum, also dass es jetzt um Tiny Häuser geht und hat die ganze Zeit gefragt, ja, warum willst du denn so ein kleines Haus eigentlich? Das ist doch viel zu klein. Das war auch ein kurioser Moment tatsächlich.
Ja, was ja auch ein bisschen krass ist, solche Renovierungsshows gab es ja früher in Deutschland wie Sand am Meer, bis irgendwann sich mal so ein Finanzamt eingeschaltet hatte und hat gemeint, nee, das sind ja steuerliche Vorteile. Und dann wurden diese Familien, denen es ja anscheinend nicht wirklich gut ging, weil die so Bruchbuden hatten, die mussten dann ordentlich Geld nachsteuern und hat auch viele Leute wirklich in finanzielle Nöte geschickt. Also es gab da echt Probleme dann auch. Tja, hässliches Zuhause und Steuerschulden, ist das super. Ja. Ja, ja, dann Veit, was hast du noch an legendären Sendungen, die man vielleicht in 750 Folgen oder den nächsten 250 Folgen angucken sollte, wenn wir wieder zum 1000. Mal uns hier treffen? Ich habe was, also im Bereich Sport ist mir jetzt am Wochenende tatsächlich aktuell aufgefallen. Bei RTL hat Jan Stecker das Footballspiel kommentiert, der 49ers gegen die Detroit Lions, und hat einfach nicht gemerkt, dass ein Touchdown passiert ist und hat das einfach so ganz normal wegmoderiert. Und ich habe mich gewundert, was macht er? Wieso sagt er nichts, was passiert? Und dann ist ihm irgendwann in der dritten Wiederholung dann aufgefallen, ach so, da ist gerade ein Touchdown passiert. Das fand ich jetzt erst kürzlich tatsächlich einen durchaus bemerkenswerten Moment. Ansonsten im Bereich Sport fällt mir natürlich aus dem vergangenen Jahr Hansi Flicks Graugans-Rede ein. Das wird, denke ich, auch in die Geschichte des DFB eingehen und dementsprechend auch in die Fernsehgeschichte. Ja, da hatten wir auch dann vorletztes Jahr, glaube ich, im Dezember die Dokumentation, oder war das im Sommer, über die WM in Katar, wo man sich hinterher gefragt hat, um was alles in der Welt habt ihr euch dabei gedacht, wenn ihr schon davor so schlecht wart, holt ihr euch jetzt ein Kamerateam dazu. Ja, und anscheinend hatten die ja sogar nicht mal ein Recht an der Endfassung. Ne? Also ja, genau. Amazon durfte die schneiden, wie sie wollten, und der DFB konnte nicht mehr eingreifen. Und dann kommt da eben dieser Autounfall bei raus. Ja, dafür gibt es jetzt bei der EM keine. Das ist nicht mehr eingegangen. Ach ja. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da wart. Wünsche euch noch einen schönen Abend und fühlt euch von mir nochmal irgendwie mental umarmt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und vielleicht feiern wir dann auch endlich mal ab, dass es das ProSieben nach TV Total, ihrem größten Erfolg der letzten Jahre, nicht um 21.45 Uhr Feierabend ist, sondern dass sie dann doch nochmal ein Format, was wir seit Monaten, Jahren, Jahrzehnten predigen, weitermachen. Und wünsche euch da draußen, die da jetzt zugehört haben, auch noch viel Spaß und dann bis die Tage. Servus. Tschüss. Ciao, ciao.